Musik erfreut das Menschenherz. Das ist eine Weisheit, deren Richtigkeit ich in meinem Leben immer wieder bestätigt fand. Aber auch Geld erfreut das Menschenherz. Und das ist gewissermaßen eine Binsenweisheit. Geld hat man ja bekanntlich nie genug. Und sehen Sie, so geht es auch UNICEF. UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Und wenn UNICEF Geld ausgibt, um einzukaufen, so erwirbt es dafür zum Beispiel Kindernahrung, Medikamente, dringend benötigte Schulmaterialien und vieles andere. Hierzulande ist das natürlich alles keine Mangelware. Aber in den Ländern der Dritten Welt, in Afrika, Asien, in Südamerika, ist UNICEF ständig in Aktion, um dort den Kindern und auch den Müttern zu helfen. Die Gesundheitsversorgung ist eine der dringendsten Aufgaben. Sie reicht vom sauberen Trinkwasser über die richtige Säuglingsernährung bis zu großen Impfaktionen. Bedenken Sie mal, ein Viertel aller Kinder in den Entwicklungsländern ist mangel- oder fehlernährt. Um noch einmal vom Geld zu reden, schon für 5 Mark beschafft UNICEF zum Beispiel Impfstoff, um 10 Kinder vor Masern oder Kinderlähmung zu schützen. Oder ein einfaches medizinisches Präparat, um 24 an Durchfall erkrankte Kinder vor lebensgefährlichen Folgen zu retten. Oder Vitamin-A-Kapseln, um 80 Kleinkinder ein ganzes Jahr lang vor ernährungsbedingter Blindheit zu schützen. Für 5 Mark. Ihre Spende kann Leben retten, Kinder gesund erhalten, ihnen eine Lebenschance geben. In vielen Ländern der Welt herrscht Not. Hier hilft UNICEF, die Weltorganisation. Und UNICEF ist um Ihre Spende sehr dankbar. Helfen Sie UNICEF, damit UNICEF helfen kann. Vielen Dank. UNICEF-Spendenkonto 300.000 bei allen Banken, Sparkassen und beim Postcheckamt Köln. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die Freundschaft zwischen der Bundesrepublik und Frankreich muss nach Ansicht von Bundespräsident von Weizsäcker zu einer echten Zusammenarbeit ausgebaut werden. Dafür will sich von Weizsäcker bei seinem 5-tägigen Staatsbesuch einsetzen, der morgen beginnt. Die Franzosen widmen dem Besuch besondere Aufmerksamkeit. Das Fernsehen strahlte heute Abend ein Interview mit dem Bundespräsidenten aus. Der Bundespräsident im französischen Fernsehen. Auf Französisch erzählte er, dass er vor dem Krieg einige Monate in Frankreich war. Er spricht von freundschaftlichen Gefühlen. Zu den heutigen Beziehungen meint er, dass man über die Symbole der Freundschaft hinaus jetzt zu einer wirklichen Zusammenarbeit kommen müsse. Ein offizieller deutscher Staatsgast, der Französisch spricht, das gefällt natürlich den Nachbarn. Und ein deutscher Bundespräsident, der seine erste Auslandsreise nach Frankreich macht, diese Geste weiß man hier in Paris sehr wohl zu schätzen. Auch die Franzosen haben weiterhin ein großes Interesse am Ausbau der deutsch-französischen Beziehung, an der gemeinsamen Lösung von Zukunftsaufgaben, an Impulsen, die beide zusammen Europa geben können. Dennoch über diese praktischen Fragen der Politik hinaus bleiben die Deutschen für viele Franzosen, auch Politiker und Publizisten, weiterhin schwer bestimmbar. Das reicht von einer übertriebenen Neutralismusfurcht bis hin zu einem gewissen Unverständnis über die Parteispendenaffäre in der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundespräsident wird manche schwierige Frage zu beantworten haben und wie wir ihn kennen, wird er auch manches Thema von sich aus ansprechen. Aber vielleicht ist es gerade deshalb gut, dass er die Reihe seiner Staatsbesuche morgen hier in Paris beginnt. In der Diskussion über Parteispenden hat sich CDU-Generalsekretär Geißler erneut dafür ausgesprochen, dass die Abgeordneten ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse offenlegen sollen.
Im ZDF sagte Geißler, mit dem Gesetz über die Parteienfinanzierung seien klare steuerliche Regelungen und Transparenz der Spenden geschaffen worden. Nun müsse etwas Ähnliches für die Einkommensverhältnisse der Mandatsträger erreicht werden. Bei der rechtlichen Beurteilung der früheren Parteienfinanzierungspraxis solle das so wörtlich mildere Recht angewendet werden. Steuerbegünstigungen seien im neuen Gesetz generell vorgesehen. Vom Verständnis der Parteien her könne damit nicht falsch gewesen sein, was heute Recht ist, sagte Geißler. Auf diese Linie solle sich auch die SPD begeben. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel forderte eine rückhaltlose Aufklärung der Flick-Spenden-Affäre. Dabei solle geltendes Recht ohne Ansehen der Person angewendet werden. So müsse Bundeskanzler Kohl am Mittwoch im Flick-Untersuchungsausschuss alle Fragen erschöpfend beantworten. Die Vertrauenskrise, in die das demokratische Gemeinwesen durch die Affäre gestürzt worden sei, gelte mit dem Rücktritt von Bundestagspräsident Barzel noch nicht als beendet, sagte Vogel auf dem Kongress der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen in Mannheim. Zentrales Thema auf dem Gewerkschaftstag ist die Arbeitslosigkeit. Das Hauptproblem sieht die Gewerkschaft weniger bei Banken und Versicherungen als vielmehr beim Handel. Hier sind durch Rationalisierungsmaßnahmen besonders viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Antwort der HBV auf diese Entwicklung heißt Arbeitszeitverkürzung. HBV-Chef Volkmar rief seine Organisation auf, die sozialen Rechte der Arbeitnehmer gegen diejenigen zu verteidigen, die, so wörtlich, wieder zu den Prinzipien einer Ellenbogengesellschaft zurückkehren wollten. Die evangelische Kirche in Deutschland sieht ihre wichtigste Aufgabe gegenwärtig in der Verantwortung für den Frieden. Darauf hat der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Lohse, zur Eröffnung der Jahrestagung der Synode in Lübeck hingewiesen. Die evangelische Kirche hoffe, dass eine zunehmende Entspannung im Zentrum Europas Voraussetzungen für neue erfolgreiche Verhandlungen zwischen den Machtblöcken schaffe. Lohse sprach auch von der besonderen Verantwortung, die den Regierungen der beiden deutschen Staaten auferlegt sei. In Warschau pilgerten einen Tag nach der Beisetzung des ermordeten Priesters Popieluszko Tausende zur Grabstätte. Geduldig warteten die aus allen Teilen Polens Angereisten in langen Schlangen, um einen Blick auf das Grab zu werfen. Im ganzen Land wurden Messen für Popieluszko gelesen. An der Beisetzung des Geistlichen erstand der Verbund.